Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zum Zug 56. Wahnsinn. Zug 56 schon oder erst, wie man es sehen mag, am 12. Juli 1942. Und wir sind mitten in der großen Sommeroffensive, die sich natürlich noch größer gestaltet hat, als ich das vorhatte, um jetzt nochmal kurz nach oben zu zoomen oder zu gehen. Ich wollte im Norden eigentlich so gut wie gar nichts machen, aber es hat sich einfach ergeben. Und auch vielleicht nochmal als Erklärung, weil die Frage wieder ankam, warum ich da oben überhaupt was mache. Es kostet mich Ressourcen, es kostet mich Nachschub. Ich sehe es in einer Sache ein kleines bisschen anders. Denn alles, was ich hier oben mache, führt dazu, dass die Sowjets hier oben ihre Stellungen nicht komplett vernachlässigen können. Sie müssen dort auch Ressourcen reinstecken. Und die Sowjets haben natürlich momentan das Problem, dass ich auf der gesamten Frontlänge angreife und sie müssen irgendwo zwar Schwerpunkte bilden, aber es fällt natürlich äußerst, äußerst schwierig. Und ja, es kostet mich Ressourcen, hier oben anzugreifen. Es kostet mich Männer, Material, belastet natürlich auch den Nachschub insofern, aber das macht es auf der gegnerischen Seite auch. Und ich glaube, dass der Effekt auf der gegnerischen Seite deutlich größer ist und dass es für die Sowjets in dem Fall deutlich schwieriger ist zu verteidigen, denn sie können sich nicht darauf verlassen, dass es im Norden ruhig bleibt. Hier wird immer wieder, ja, wird immer wieder kleinere Offensiven gestartet. Letzte Runde Jaroslawl eingenommen, zwei Runden davor Rybinsk. Wir rücken hier auch Richtung Wladimir vor. Also ich möchte gerade nicht in der Haut des Ivan stecken und schwer zu verteidigen. Und das wird auch der Grund dafür sein, das und vor allem auch, und das habe ich auch immer wieder auf YouTube jetzt auch beantwortet, warum ich glaube, dass das so ist. Wir können es mal anschauen. Es gibt auch keinen gegnerischen Zug dieses Mal zu sehen, wie schon häufiger nicht, denn wir können sehen, über die gesamte Front hinweg gab es keine sowjetischen Angriffe. Wir haben hier Luftfracht abgeworfen, aber es gab keine großen Gegenbewegungen. Mich wundert es nicht. Klar, ich habe mir auch gedacht, Mensch, irgendwo müssen sie mal versuchen, aus Kesseln auszubrechen. Jetzt in der Runde sowieso schwer. In der Runde gibt es keine Möglichkeit, aus irgendeinem Kessel auszubrechen. Die Kessel sind ja quasi schon mehr oder weniger hier einverleibt, hier unten bei Rostov. Bin gespannt, wie lange wir hier in diesem Kessel noch sitzen. Aber die Sowjets werden maßgeblich ein ganz großes Problem haben und das nennt sich Moskau. Und zwar Moskau insofern dessen, dass Moskau ein zentraler Umschlagbahnhof ist, ein zentraler Knotenpunkt für sämtliche Logistikoperationen in der Sowjetunion. Von hier aus, hier geht alles rein und hier geht alles raus. Besser gesagt, ging alles rein und ging alles raus. Die Sowjets werden massive Probleme haben, jedenfalls schätze ich das so ein, ich kenne die andere Seite natürlich nicht, um ihre Einheiten zu versorgen. Was auch dazu führt, dass sie natürlich zum einen relativ wenig Aktionspunkte im Gesamten haben werden. Das ist für mich eine Erklärung dafür, warum auch teilweise so wenig Versuche unternommen werden, aus Kesseln auszubrechen. Dazu braucht es natürlich auch Aktionspunkte. Und wenn sie die nicht haben, können sie dort auch nicht starten. Was die Sowjets gerade eben machen müssen, sie versuchen, aus Kesseln zu entkommen, die nicht geschlossen sind, und sie versuchen, neue Defensivlinien zu errichten, wie wir jetzt zum Beispiel im Süden sehen. Wir werden es wahrscheinlich nachher nach der Luftaufklärung ein bisschen besser sehen können. Wir werden bestimmt hier wieder irgendwo eine Linie entdecken können, wo die Sowjets sich aufgestellt haben. Und dazu kommt, dass die Zahlen, die wir hier oftmals sehen mit den Verteidigungswerten, wir sehen jetzt hier zum Beispiel, ist ein X, also unbekannt, also stärker als irgendwas. Also ein X heißt eigentlich eine sehr hohe Verteidigungswert, meistens so über 100, glaube ich, genau, bis 99 wird dargestellt. Diese Zahlen sind nicht nur nicht mit Vorsicht zu genießen, sondern sind meistens mittlerweile schlichtweg falsch. Unsere Aufklärung meldet uns meistens wesentlich stärkere Kampfverbände, als sie tatsächlich dort noch stehen. Vielleicht geschicktes Manövrieren des Feindes, ich weiß es nicht, aber auch diese Werte, die auf dem Papier oftmals recht stark aussehen, da ist oftmals nicht mehr viel dahinter. Divisionen, hier krebsen Divisionen rum, die nur noch 3, 4, 5.000 Mann haben. Und dementsprechend wundert es mich nicht allzu sehr. Die Sowjets haben ein riesiges Problem. Und was uns jetzt angeht, ist, wir müssen das daraus Kapital schlagen. Plan ist jetzt in der Sommeroffensive bis Herbst. Tatsächlich, ich habe meinen Plan erweitert, den kann ich jetzt auch ganz klar offen kommunizieren. Wir gehen bis nach Astrakhan. Und wir werden im Süden ja hoffentlich bis Baku kommen, aber zumindest hier bis Makalaka. Wir nennen es jetzt mal M-Town. Das sind die großen Pläne. Dann hätten wir hier in der Mitte den großen Kessel. Ja, und im Norden ebenfalls noch weiter Richtung Osten. Ich werde den Druck auf die Sowjets weiter aufrechterhalten, dass er einfach nicht weiß, wo er es verteidigen kann. Wenn er im Norden stark verteidigt, greife ich im Süden weiter an. Wenn er im Süden stark verteidigt, greife ich in der Mitte weiter an und so weiter und so fort. Also da wird jetzt Druck gemacht und ich möchte vor allem eins machen. Ich möchte große Kessel schaffen und tatsächlich habe ich mir hierfür auch schon einen Ort ausgesucht, und zwar hier bei Stalingrad. Wir können es hier sehen, blende mal kurz die Gefechte wieder aus. Wir haben bereits hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hier hinten sehe ich noch 10, 11 Einheiten. Ich schätze mal, wenn wir Luftaufklärung betreiben, dass hier noch ein paar Einheiten rumstehen. Und es zahlt sich aus, dass ich hier in dem Bereich mit zwei Panzerarmeen tätig bin, mit der dritten und mit der zweiten Panzerarmee. Die werden hier hoffentlich einen großen Kessel
einen großen Kessel bilden. Plan ist, grob bis Wladimirovka zu kommen und bei Wladimirovka den Kessel zu schließen. Stalingrad lasse ich jetzt quasi mal mehr oder weniger links liegen. Darum wird sich die 6. Armee kümmern, im historischen, passt zum historischen Setting. Und die beiden Panzerarmeen werden weiter Richtung Astrakhan vorgehen. Und in dieser Runde, denke mal fast schon eine Schlüsselrunde, werden wir einen großen Kessel bilden. Hoffentlich hier im Bereich Stalingrad bis rüber nach Wladimirovka. Das ist das, was heute auf dem Programm steht. Das wird ziemlich interessant werden. Im Süden bin ich mir noch nicht so hundertprozentig schlüssig. Muss ich mal schauen, was die Aufklärung dort macht. Aber schauen wir uns erstmal jetzt ein paar Kennzahlen der letzten Runde an. Wir haben 27.000 Mann Verluste. Das ist deutlich geringer, als es die letzten Runden der Fall war. 288 Geschütze verloren, 106 Panzer und 148 Flugzeuge. Für uns also alles im grünen Bereich. Wir können sehen, dass die Sowjets im Vergleich zur letzten Runde 115.000 Mann weniger haben. Wir haben in der letzten Runde aber deutlich mehr Einheiten zerstört. Ich schätze, dass die Sowjets wieder einiges an Einheiten obendrauf bekommen haben. Da schauen wir aber auch gleich mal rein. Was tatsächlich momentan etwas dramatisch ist, ist die Versorgungslage meiner Einheiten. Wir haben lediglich 27.000 Tonnen erhalten. Ah, meine Katze schreit irgendwo. 28.000 Tonnen erhalten und benötigen 63.000 Tonnen. Das heißt, wir haben noch nicht mal mehr die Hälfte des Nachschubs reinbekommen. Das sind Zustände schlimmer als im Winter. Gründe hierfür sind für mich doch relativ naheliegend. Zum einen haben wir natürlich, wir können es hier sehen, unsere Versorgungsdepots liegen sehr, sehr weit zurück, was gerade hier die Armee, die erste Panzerarmee zum Beispiel betrifft, aber natürlich auch die dritte und zweite Panzerarmee. Wir brauchen also wesentlich mehr LKWs, die natürlich auch wieder Sprit fressen. Und dann habe ich natürlich auch noch relativ viel Luftwaffe im Einsatz. Eine Sache, die ich die letzten Runden tatsächlich einfach sehr, sehr nachlässig behandelt habe, und das ärgere ich mich selber, ich habe sehr, sehr viele Angriffe mit Luftwaffe geflogen, wo es überhaupt nicht nötig gewesen wäre. Ich stehe dazu, dass der ein oder andere Angriff in wichtigen Kesselbereichen gegen große Einheitenverbände durchaus sinnvoll war, aber ich habe es oftmals auch gegen kleine Einheiten eingesetzt und das macht keinen Sinn. Denn geschlagen hätte ich so und so. Was habe ich gemacht? Ich habe wahnsinnig viel Treibstoff verbrannt mit meinen Flugzeugen. Da werden wir auf alle Fälle in der Runde ein bisschen auf die Bremse treten und etwas selektiver schauen. Ich hoffe, ich denke daran. Es geht bei mir ein bisschen im Eifer des Gefechts verloren. Schauen wir mal an, was wir an 9 Einheiten haben, beziehungsweise die verloren gegangen sind. Auf die Karte ist nichts gekommen. Wir haben ein paar Einheiten nach Frankreich bekommen. 2 Infanteriedivisionen, 3 Infanteriedivisionen, 4 Infanteriedivisionen, wenn ich die 100. Leichte Division auch noch mit dazu nehme. Die sind also angekommen. Dann haben wir in Westeuropa noch das SS-Panzerkorps bekommen. In Finnland auch ein paar Einheiten. Müssen wir mal direkt mal anschauen. Können wir gleich mal machen, wie es denn in Frankreich aussieht. Wir sind jetzt ground bei 101%. Vielleicht wäre es tatsächlich nochmal Zeit, dass ich die eine oder andere Division vielleicht noch, immer Jägerdivisionen. Wir schauen mal, ob wir aus Frankreich noch was rausholen können. Gut. Schauen wir uns an, was es letzte Runde für Verlustzahlen gab. Die Sowjets hatten letzte Runde, habe ich mich getäuscht? Ah, nee, ist der Current Turn. Moment. Current Turn. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überrascht. Müsste da nicht eigentlich mehr Richtung 0 stehen? Moment mal. Jetzt habe ich mich gerade selber rausgeschossen hier. Losses. Manpower Losses. Letzte Runde. Ah doch. 180.000 Mann. Waren relativ wenig. Wir hatten keine großen Kessel mehr. Aber natürlich trotzdem immer noch ausreichend. Und wenn wir schon hier gerade drin sind, schauen wir uns doch mal an. Manpower Losses. Also 180.000 Mann bei den Sowjets verloren gegangen. Geschütze haben die Sowjets 3.000 verloren, wir 52 bloß. Gepanzerte Fahrzeuge haben die Sowjets 363 verloren, wir 104. So, Total Aircraft Losses. Ja, da nähern wir uns an. Also die sowjetische Luftwaffe hat nicht mehr so hohe Verluste, wie mir das eigentlich zusagen würde. Aber es ist, wie es ist. Schauen wir uns an, wie viele Männer auf der Karte stehen. Wir haben derzeit 4,4 Millionen Mann hier im Osten stehen. Also das sind quasi die Wehrmachtseinheiten plus natürlich die italienischen, rumänischen und ungarischen Verbündeten. Und die Sowjets sind mittlerweile runter auf knappe 3,3 Millionen. Ich hoffe, wir können sie noch unter 3 Millionen drücken. Vielleicht schauen wir uns auch mal ganz kurz an, ob wir irgendwo signifikant, wo haben wir denn hier, ich muss mal schauen, Manpower Pool. Ja, der Manpower Pool ist bei uns immer noch relativ hoch mit 500.000 Mann, die wir quasi noch einsetzen können oder die in die Einheiten mit reingesteckt werden können. Und die Sowjets haben aber keinen allzu großen Anstieg mehr gehabt. Ich bin mal gespannt, wie lange das bleibt. Die werden sicherlich auch bald
wieder einen enormen Boost nach oben bekommen, aber derzeit sieht es doch, denke ich, ganz gut aus. Haben wir noch irgendwelche interessanten Zahlen? Nö, ich denke, sind wir eigentlich mit den Zahlen erstmal durch. Können wir ganz kurz bei uns schauen. Wir haben derzeit wehrmachtsmäßig 3,4 Millionen Mann, knapp grob im Feld, 3.700 Panzer und 3.000 Flugzeuge. Die Sowjets verfügen derzeit über 3,3 Millionen Mann, 41.000 Geschütze. Ah, Geschütze haben sie wieder ordentlich drauf bekommen, oder? Mal gleich nochmal nachschauen. Map Guns. Nee. Ah, aber ich hatte natürlich im Kopf, dass die Sowjets viel verloren haben. Sie haben sehr viel verloren. Wieso steht jetzt hier 41.000 Geschütze und wir haben 44.000 und in der Ansicht sind es bloß noch 41.000? Ach so, Moment, na klar, zu meinen 35.000 Geschützen kommen natürlich noch die knappe 8.900 Geschützen unserer Alliierten mit dazu. Ja, das ergibt natürlich dann die konkrete Gesamtzahl. Ja, schauen wir uns mal das Wetter an. Diese Runde müsste es ja eigentlich schön sein. In der nächsten Runde ist das Wetter, zumindest in dem Operationsbereich, der uns betrifft, immer noch schön. Hier hinten im Hinterland haben wir dann viel Regen, aber da stört es uns nicht. Das heißt, unsere Versorgung könnte auch, wir haben auch im Norden keine Probleme mehr mit irgendwelchen Kämpfen. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ich bin natürlich jetzt sehr gespannt, wie es hier in Richtung Stalingrad weitergeht, aber erstmal die wichtige Sache, und die ist sehr, sehr wichtig, meine Luftwaffe, die ich ja doch jetzt gerade für meine Vorstöße massiv brauche, zum einen um Nachschub an die Front auch mit ranzubringen und die Brust zu befüllen, aber natürlich auch um die Angriffe zu unterstützen, denn wenn wir uns mal anschauen, die Angriffswerte unserer Panzereinheiten werden doch deutlich schwächer. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die 19. Panzerdivision auch bloß noch einen Angriffswert von 6, ja, da ist nicht mehr so viel Angriffspotenzial da und dementsprechend wird es umso wichtiger, dass ich das Ganze effektiv mit der Luftwaffe unterstütze. Selektiver muss ich allerdings werden, um nicht so viel Treibstoff mit auch zu verbrennen. Was diese Runde auch sehr, sehr wichtig sein wird, sind grundlegende Entscheidungen, was unseren Eisenbahnausbau angeht. Dass wir jetzt möglichst schnell an die Front vorkommen und da werde ich vielleicht auch die ein oder andere unangenehme Entscheidung treffen müssen, aber das werden wir dann sehen. Gut, kümmern wir uns um die Luftwaffe. Wir blenden mal, habe ich schon alles eingeblendet? Ja, habe ich getan. Wir schauen erstmal, dass wir die einzelnen Luftwaffenverbände natürlich wieder etwas mehr an die Front ranbekommen. Schauen wir uns erstmal das 8. Fliegerkorps an. Das 8. Fliegerkorps ist Unterstützung für die 1. Panzerarmee hier unten im Süden. Und machen wir mal die Range Circles an. Schauen uns mal an, wie denn unser Jagdgeschwader hier steht. Wir haben hier beim 8. Fliegerkorps ein Jagdgeschwader. Das Jagdgeschwader ist 77. Und wir können sehen, dass natürlich unsere Panzerspitzen hier mittlerweile komplett ohne Jagdschutz daherkommen. War letzte Runde auch schon so. Müssen wir mal schauen, dass wir ein bisschen weiter nach vorne kommen. Wir haben Gruppen hier bei Azov, Korenowskaja. Das ist eigentlich alles. Azov muss ich auf alle Fälle raus. Dritte Gruppe Jagdgeschwader 77 und den Stab vom Jagdgeschwader 77 sind hauptsächlich BF-109er und beim Stab 4 Focke-Wulf 190. Die möchte ich jetzt mal nach vorne bringen. Schauen wir uns mal an, wo denn der nächste gute Flughafen ist. Ich würde sagen, die verlegen wir hier runter zu diesem Flughafen. Nach Nevinomysk. Transfer geplant. Ich gehe mal davon aus, dass die beiden noch nicht transferiert. Das heißt, es wird dann quasi in der Logistikphase nach der Runde passieren. In der nächsten Runde werden wir also die dritte Gruppe Jagdgeschwader 77 und den Stab vom Jagdgeschwader 77 dann hoffentlich hier unten bei Nevinomysk finden. Dann haben wir erste Gruppe und zweite Gruppe Jagdgeschwader 77 und erste Gruppe Jagdgeschwader 52. Da sind die Zahlen mal so ein bisschen durcheinander gerutscht. Ich lasse es jetzt aber dabei, dass die hier beim Jagdgeschwader 77 mit dranhängen. Hier die erste Gruppe vom Jagdgeschwader 52. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das Flughafen technisch hier erledigen. Jäger in der Kalmückensteppe, denke ich, werde ich tendenziell eher nicht brauchen. Und unsere Eisenbahn wird natürlich auch hauptsächlich jetzt hier am Kuban entlang laufen. Da ist die Frage, wo habe ich denn den nächsten Flughafen hier noch? Jetzt ziemlich schwierig. Wisst ihr was, ich verlege jetzt mal, der Flughafen hier scheint schon aktiv zu sein. Schauen wir mal, ob wir da einen der Gruppen unterbringen. Ja, einmal nach Alexandrowskoje. Transfer, ich denke mal, dass der Transfer sofort passieren wird. Nee, auch nicht.
Wieso eigentlich drei? Habe ich jetzt drei Gruppen hier rüber? Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht beim Erdgeschwader. Ich muss zugeben, also Luftwaffenmanagement finde ich immer noch relativ sperrig, aber ich lasse es mir trotzdem nicht nehmen. Nee, macht Sinn, macht Spaß. Okay, das passt. Muss man zumindest Jäger mit nach vorne bringen. Das zweite Jagdgeschwader verlegen wir dann, würde ich sagen, einmal hier nach Stavropol. Auch der Transfer wird in dieser Runde noch nicht passieren. Gut. Tja, das ist nämlich die Schwierigkeit jetzt hier, dass wir natürlich mit unseren Versorgungen hier echt hinterherhinken. Flugplätze gibt es, aber ich muss die natürlich auch versorgen können. Schauen wir mal, dass wir vielleicht noch mit dem einen oder anderen, mit dem Sturzkampfgeschwader 77 nach vorne kommen. Wie sind denn die aufgestellt? Das sind die U87. Reichweite ist sogar noch ein bisschen da. Ja, wir kommen wahrscheinlich, ja, wir kommen auf alle Fälle noch in die Nähe unserer Panzerspitzen. Aber das reicht natürlich nicht mehr für viele Einsätze, wenn man schon so weit zum Einsatzort fliegen muss. Die Basis ist überbelegt. Ja, schauen wir uns das mal darunter verlegen. Aktivieren will ich sie nicht. Moment. So. Hier runter. Nach Kropotkin. Ebenfalls nicht verlegt worden. Wir können sehen, hier der Treibstoff ist noch zu wenig, Unterstützungstruppen sind noch zu wenig, Munition ist zu wenig. Das wird jetzt aber alles logistisch hoffentlich dann auch gelöst. Dann haben wir nochmal die Stukas. Auch die sind noch sehr weit zurück natürlich jetzt. Vielleicht bringe ich die noch auf den Flughafen. Das Problem ist, verlegen wir die auch mal hier rüber. Wird natürlich eine Weile dauern, bis die Einheiten dann dort auch aufgestellt sind. Okay, dann Aufklärung. Nahbereichsaufklärungsgruppe 13. Können sehen, wir kommen gar nicht mehr ran hier an unsere Panzerspitzen. Auch hier muss ich jetzt natürlich schauen, dass wir die Einheiten mal verlegen. Fangen wir hier an. Ebenfalls geplant, wird ein bisschen dauern. Dann die zwei Henkel lassen wir mal da stehen. Azov, haben wir noch vier Focke Wulf. Ah, die sind mittlerweile aber auch schon echt ganz schön runtergewirtschaftet. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Es gibt auch eine schönere Ansicht, um zu sehen, wie es um die Luftflotten bestellt ist, aber das weiß ich gerade nicht, wie ich da hinkomme. Zugegebenermaßen. Also Aufklärer, auch die bringe ich jetzt einfach mal nach vorne. Stavropol. Das muss wahrscheinlich jetzt erstmal hier unten bei der beim achten Korps gewesen sein. Beim achten Fliegerkorps. Mir fehlen einfach definitiv die Flughäfen. Jetzt mal wüsste, wie ich in diese Ansicht reinkomme. Muss ich auf einen Blick, kann man da recht schnell erkennen, wie die Einheiten benannt sind. Ah, hier beim Fliegerkorps, nee, aber diese Ansicht jetzt, okay, also quasi, wenn ich es abgewählt habe, hier können wir ein bisschen besseren Blick drauf werfen. Hier Nahbereichsaufklärungsgruppe 13 ist nur noch auf 46%. Werde ich wahrscheinlich die nächsten Runden auch mal irgendwie ausruhen lassen. Aber jetzt werden sie erstmal an die Front verlegt. Dann machen wir weiter mit dem vierten Fliegerkorps. Viertes Fliegerkorps ist zuständig für die Unterstützung vor allem der 2. Panzerarmee. Wir können sehen, das vierte Fliegerkorps ist entlang unseres momentanen Nachschubkorridors hier über die Eisenbahn doch schon recht weit verstreut und verteilt an diesem Strang entlang. Einen anderen Strang haben wir auch nicht. Das ist die einzigen Gleise, die hier oben nach Richtung Stalingrad führen. Wir schauen uns mal an. Unseren Jagdschutz über das Jagdgeschwader 52. Muss ich sagen, kann ich nicht viel bemängeln. Sieht ziemlich gut aus. Ist da was? Wir könnten hier Ölschutzstaffel und Stab vom Jagdgeschwader 52 vielleicht noch weiter nach oben verlegen. Am Flughäfen bei Stalingrad haben wir genügend. Ja. Verlegen wir direkt hier hoch. Transfer geplant. Werden auch als nächste Runde verlegt. Dann haben wir eine Jagdstaffel weiter näher dran. Eine Gruppe. Dann Jagdgeschwader 52. Nee, die stehen gut.
Die stehen gut. Vielleicht nehmen wir hier die zweite Gruppe noch raus, Focke Wulf 190, und verlegen die tatsächlich näher ran. Am Flughafen Pitomnik. Der ist eigentlich, verlegen wir es noch, verlegen wir trotzdem den Flughafen nach Pitomnik. Na, machen wir nicht. Oder Pitomnik, weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht. Ebenfalls nicht verlegt worden. Kommt alles dann in der nächsten Runde. Die werden bereits verlegt. Okay, dann sind wir da schon mal näher an der Front. Was haben wir jetzt hier noch an Unterstützung für die kämpfende Truppe? Sturzkampfgeschwader 2, hauptsächlich mit, was haben wir denn hier? 30 Stukas, 60 Stukas haben wir hier drin. Die sitzen eigentlich relativ gut. Ja, die brauche ich mich eigentlich auch nicht kümmern. Die stehen derzeit gut da. Mal schauen, was haben wir hier? U87. Bringen wir die U87 noch ein bisschen weiter an Stalingrad ran. Geplant. Und auch hier reicht die Versorgung in den einzelnen Flughäfen noch nicht aus. Das macht aber nichts. Gut. Wen haben wir denn hier noch stehen? Kampfgeschwader 1, U88. Auch die könnte ich mal tatsächlich ein bisschen weiter mit nach vorne bringen. Haben wir denn hier genügend Flughäfen, wo ich die runterbringen kann? Ja, verlegen wir die ebenfalls ein bisschen nach vorne. Eine Gruppe wurde schon verlegt. Dann haben wir hier noch U88, U88, alles U88 hier. Ja, verlegen wir die mal Stück für Stück, würde ich sagen. Momentan ist die Reichweite ja noch recht gut. Darum lasse ich die jetzt auch mal hier bei Stalino. Auch, dass der Nachschub kommt bis Stalino relativ gut durch, aber dass wir das Eisenbahnnetz bis hier hoch nicht unbedingt noch weiter belasten. Würde ich sagen, lass mal das hier mal stehen. Dann frage ich mich gerade, was habe ich denn hier mit den ganzen Nahbereichsaufklärern gemacht? Warum stehen denn die alle so zurückversetzt? Sind die neu mit dazugekommen? Schauen wir uns das mal eben an. Infoscreens, Air Groups, Aufklärungsgruppe 21, Aufklärungsgruppe 13, 31. Geschwader 2, auf die Karte ist Fliegerführer 1 gekommen. Mir erklärt sich gerade nicht, was mit den ganzen Aufklärungsstaffeln hier passiert ist. Warum sind die so weit zurückversetzt? Aufklärungsgruppe 4 gehört direkt zur Luftflotte 4 dazu. Vielleicht sollte ich die einfach mal etwas weiter nach vorne bringen. Die sind ja gut aus. Zwei Focke Wulf sind das auch bloß noch. Zwei. Sind die Gruppen so klein? Das ist ja erstaunlich. Ja, tatsächlich. Die Gruppen bestehen jeweils bloß aus. Das ist der Stab. Das ist bloß die Stäbe hier. Vielleicht hat die Kelly jetzt einfach nach hinten verlegt, um aufzufrischen. Das ist eine gute Möglichkeit. Zerstörergeschwader 2. 38 B110er, die müssen wir natürlich ein bisschen an die Front bringen. Die können zur Luftflotte 4. Ich würde sagen, das 8. Fliegerkorps ist etwas schlecht ausgestattet. Etwas schlecht ausgestattet. Wir hängen die mal ans 8. Fliegerkorps und verlegen die dann auch schon mal weiter Richtung Osten. Erste Gruppe Zerstörergeschwader 2. Reichweiten sind sehr gering, ja. Was? Ich nehme die Basis hier. Muss ich natürlich, darf ich nicht vergessen, die abzusichern. Verlegen meinen Stab ebenfalls hier runter nach Tscherkessk. Transfer geplant. Dann. Die müssen wahrscheinlich immer aufgefrischt werden. Ich lasse die jetzt mal hinten stehen. Kampfgeschwader 76, ebenfalls bei der Luftflotte 4 angehängt. 30, 60, 90, Heinkel 111er. Auch die sollte ich nach vorne bringen. Wisst ihr was? Die bringen wir jetzt mal in den Bereich Rostov.
Da ist auch noch genügend Versorgung vorhanden. Da kommt die Versorgung noch gut hin. Schon mal eine verlegt immerhin. Und die Nahbereichsaufklärer lassen wir jetzt einfach mal in der im Hinterland und schauen, dass die sich ein bisschen auffrischen. Zerstörergeschwader 1. Gehört ebenfalls der Luftflotte 4. Schauen wir uns mal an. Vierten Fliegerkorps. Die setzt sich zum vierten Fliegerkorps. Und bringen die ebenfalls schon mal in den Raum Stalingrad hoch. Da haben wir jetzt auch schon genügend Flugfelder. Transfer geplant. Und in ein, zwei Runden müsste sich die Situation hier für die Luftwaffe unten im Süden deutlich verbessert haben. Hoffe ich zumindest. Ja, würde ich sagen, im Großen und Ganzen für die Luftflotte 4. Ich muss mir mal in der administrativen Phase mal genauer, noch mal länger Zeit nehmen, weil ich könnte hier auch tatsächlich, also plötzlich anhört, ich könnte hier auch 2 Stunden verbringen und das alles gerade zurren. Aber das wird jetzt einfach zu weit führen. Ich führe jetzt hier die einzelne, mal Jagdgeschwader 3. Jagdgeschwader 3. Können wir da lassen, unten bei Krasnodar, wer weiß, was uns da noch erwartet, ob da noch Einheiten sind, südlich vom Kaukasus oder im Kaukasus, belassen wir es mal dabei. Dann die Luftflotte 1, da habe ich letztes Mal einen Fehler gemacht, das Jagdgeschwader 51 habe ich aus Versehen übergeben an den ans Luftwaffenkommando Ost, das war natürlich falsch, die müssen wir wieder unterstellen und ich schaue jetzt mal ganz kurz, Luftflotte 1, wir haben beim ersten Fliegerkorps Jagdgeschwader 54, wie viele Jagdgeschwader habe ich denn eigentlich? Jagdgeschwader 52, Jagdgeschwader 77. Ich frage mich gerade, das Jagdgeschwader 51. Das müsste eigentlich zur. Komm, das machen wir jetzt auch. Luftflotte 1. Oder passt es beim Luftwaffenkommando doch durch Zufall irgendwie? Die gehen an die Luftflotte 1. Ich lasse die jetzt aber tatsächlich mal an der Luftflotte 1 direkt mit dran. Und dann schauen wir uns mal, wie wir hier aufgestellt sind. Ja, ich lasse die hier oben. Die sind natürlich jetzt relativ weit weg von der Heeresgruppe Mitte, die weiter im Süden operiert. Aber ich brauche natürlich auch ein bisschen Jagdschutz hier im Norden oben. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das war letztes Mal das Problem, was ich hatte. Ich glaube, ich habe schon wieder Schwang gemacht. Jetzt habe ich nämlich hier oben überhaupt keine Jäger mehr. Das ist ja eigenartig. Ich denke, ich habe das ganze Jagdgeschwader letztes Mal nicht falsch verlegt, sondern was anderes. Kann ich es rückgängig machen? Ich denke nicht. Muss ich nochmal durchsortieren. Teil vom Jagdgeschwader 51 muss irgendwie da hoch. Jagdgeschwader 54. Ich habe hier massive Lücken im Süden. Da denke ich, muss ich aber nochmal ran. Aber das ist eine Aufgabe, für die ich etwas länger brauche. Ich würde mal sagen, wir ziehen einen der Jagdgeschwader hier mal ab. Und zwar hier unten aus Moskau. Dass wir die weiter Richtung Woronesch springen. Geplanter Transfer und drüber. Und mit dem Rest kann ich noch gar nicht so viel machen. Was haben wir denn hier noch? Erstes Fliegerkorps. Steht da bei Belev. Das Jagdgeschwader hängt hier direkt am ersten Fliegerkorps dran. Da habe ich auf alle Fälle den Wurm reingebracht. Da muss ich nachbessern. Schauen wir mal an, wo ist denn hier nach. Wir können der Flughafen hier. Die Flughäfen. Da haben wir Platz bei Jelitz. Gehen wir ein bisschen nach vorne und beim nächsten Zug lassen wir die Luftwaffenphase mal ein bisschen ausfallen. Und ich glaube, da muss ich mich mal wirklich 2 Stunden da hinten da reinklemmen. Kampfgeschwader 3 hat gute Reichweiten, aber auch hier können wir vielleicht ein bisschen weiter nach vorne verlegen. Den haben wir dann hier bei Bryansk. Ja, die beiden Luftwaffenbasen hier geplant. Gut. Ah, ich sehe schon. Da habe ich einiges an Arbeit noch vor mir. Aber im Großen und Ganzen passt es jetzt erstmal. Um die Nahbereichsaufklärer kümmere ich mich. Was haben wir denn hier? Kampfgeschwader 100, was ist denn da drin? 111er. Könnten auch mal ein bisschen nach vorne. Müssen wir umstrukturieren. Gut, schauen wir uns mal an. Ich habe schon ein kleines bisschen die
Luftdirektiven verändert. Wir werden es hier unten schauen, was im Raum Krasnodar noch steht. Ich mache hier mal ganz kurz die Einblendungen der Ringe aus. Bei Krasnodar einfach mal schauen, was hier noch südlich zu finden ist. Vielleicht sollte ich ein kleines bisschen weiter Richtung Westen gehen, um zu schauen, was hier auf der Halbinsel noch zu finden ist. Können wir auch mal so stehen lassen. Dann blenden wir mal so Einheiten ein. Hier unten jetzt tatsächlich direkt bei Krasnodar muss ich natürlich schauen. So. Mag er jetzt nicht. Direkt südlich von Krasnodar mal im Kaukasus aufklären, was es da noch so gibt. Und dann denke ich, werde ich hier eine neue Luftfahrtdirektive brauchen, um den Bereich hier auch aufzuklären, was da steht. Ja. Jetzt machen wir noch eine neue Direktive an. Luftaufklärungsdirektive. Hier in diesem Bereich. Area 3 Hexfelder. Ja, und Confirm. Dann wissen wir, was da los ist. Dann, auch wenn natürlich hier kein Jagdschutz mehr besteht hier in dem Bereich, muss ich trotzdem schauen, was die Sowjets hier auffahren. Ich schaue mal, dass ich hier die Lücke ein bisschen schließe. Könnte gut sein, dass wir jetzt hier im Süden erstmal ein wenig auf die Bremse treten müssen, weil mir auch vor allem die Infanterie fehlt, die dringend nachziehen muss, wo es noch ein bisschen dauern wird. Wir werden aber trotzdem aufklären und schauen, wo die Sowjets hier eventuell eine Verteidigungslinie aufziehen. Dann Karl-Mückensteppe. Denke ich, werde ich den Bereich ein bisschen erhöhen. Hier ein bisschen breiter aufklären. Ich gehe davon aus, dass hier nicht allzu viele sowjetische Einheiten sein werden. Dann Stalingrad. Da ist es mir wichtig, ich habe ja schon angekündigt, ich will bis Wladimirovka durchkommen und da den Kessel quasi schließen. Und dementsprechend sollte ich auch schauen, dass wir hier natürlich auch entsprechend weit aufklären. Gehen wir mal. Es ist ein Tick zu weit. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Dann. Ja, komm, wir klären mal auf bis Wladimirovka. Und hier im nördlichen Bereich der geplanten Zange ebenfalls. Schauen wir mal, was die Sowjets da zu bieten haben. Dann ziehen wir hier die noch nach, damit uns da keiner in die Flanke fällt und wir überrascht werden. Gut. Tja, ich schätze mal, ich denke, ich sollte noch einen Luftaufklärungsauftrag. Und zwar einmal hier hinsetzen, Aufklärungsbereich gehen wir auf 4. Confirm. Und dann würde ich sagen, ja doch, müsste sich eigentlich nach den Aufklärungsflügen ein einigermaßen gutes Bild hier liefern. Sieht gut aus. Ist vielleicht ein bisschen zu sehr belagert hier. Ah, ist wahrscheinlich auch zu viel, oder? Ich möchte eigentlich schon ganz gerne wissen, was mich erwartet, denn ich muss mich natürlich jetzt auch mal final entscheiden, wo ich meine ganzen Hilfsarmeen, die Italiener hinschicke, die Rumänen hinschicke, die Ungarn hinschicke. Okay, sollte passen in dem Bereich. Und schauen wir nochmal bei der Luftflotte 1. Auch hier kann ich die Aufträge derzeit guten Gewissens einfach so lassen. Ich habe hier eine kleine Lücke, das macht nichts. Aber können wir hier ein bisschen weiter rüber versetzen. Ja. Ebenfalls ein Stück weiter rüber. Alles gefällt mir nicht. Ich habe keinen Jagdschutz mehr. Gehen wir wieder zurück. Das ist irgendwie weg, der Jagdschutz. Macht nichts. Gut. Mich interessiert tatsächlich aber mehr noch hier oben Richtung Tscherepowez, denn da möchte ich natürlich auch irgendwann vorwärts gehen. Und dann würde ich sagen, ja, wie gesagt, ich könnte stundenlang dran rumschrauben. Schauen wir uns noch ganz kurz die Zeitungsberichte an, was es Neues zu wissen gibt. Sowjetische Partisanen, da gibt es nichts Neues. Okay, starten wir die Luftphase. Ich versuche mal ein kleines bisschen weiter rauszuzoomen. Leider wieder im Norden.
Ach, das ärgert mich jedes Mal, dass man hier einfach die Karte nicht bewegen und halt zoomen kann, wenn das schon läuft. Ich finde es nämlich einfach irgendwie einfach schön zu sehen, wenn die Luftaufklärung, wenn man quasi gerade sieht, wo die gerade fliegen. Ich weiß auch nicht, ist irgendwie ein befriedigendes Gefühl. So wie jetzt da, ja. Ich habe einfach so das Gefühl, da tut sich wirklich was. Da fliegen wirklich Flugzeuge. Die schauen wirklich nach, ob hier feindliche Einheiten stehen. Aber passt schon. Jede Menge Aufträge geflogen, schon 1200. Guter Zeitpunkt für mich nochmal einen Schluck Panzerspezi zu trinken. Sehe ich gerade, wir haben jetzt auch schon ziemlich lange hier aufgenommen. Aber ihr seid es mittlerweile auch schon gewohnt. Ich bin übrigens sehr, sehr froh. Ich hatte wirklich gedacht, dass ich ziemlich einen Gegenwind bekomme, dass ich jetzt quasi die erste Folge hier eines neuen Zuges hauptsächlich mit ja ein bisschen Analyse und dann auch einen Großteil mit Luftwaffe mache. Denn ich stümper da zugegebenermaßen immer noch ein kleines bisschen rum. Ich bin da auch nicht besonders selbstsicher, was das angeht. Trotzdem macht es aber auch vielleicht auch dem einen oder anderen Mut, sich die Luftwaffe ein bisschen besser anzuschauen. Es bringt schon was. Also gerade die Aufklärung macht Spaß und ist auch extrem wichtig, um zu wissen, was einmal von Feind gegenübersteht. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich sehr erleichtert bin und froh darüber bin, dass auch diese Luftwaffenphasen tatsächlich auch mit sehr gerne angeschaut werden. Was mich natürlich daran bestärkt, das auch weiterhin so zu machen. Davon abgesehen ist es auch wichtig und macht Spaß, auch wenn ich erst mit Folge 150 damit wirklich angefangen habe. Ist eigentlich auch ein ziemlicher Wahnsinn. Gut, dann schauen wir uns mal an, was die Aufklärung gebracht hat. Hier im Süden, machen wir mal die. Ich blende mal kurz ein. Also wie gesagt, umso heller die braunen Felder sind, umso besser ist hier aufgeklärt worden. Können Sie hier im Süden, scheint nicht mehr viel zu stehen südlich von Krasnodar. Aber wir können sehen, dass hier in dem Bereich sich anscheinend eine zweite Abwehrlinie formiert. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich alles ist, was da steht. Denke ich auch nicht. In der Kalmyk-Steppe, schauen wir uns nochmal an. Aber da war die Aufklärung wahrscheinlich eh nur sehr rudimentär. Viele Flieger sind da ja nicht. Hier scheint sich aber auch nicht allzu viel zu befinden. Interessant wird es jetzt hier oben im Raum Stalingrad, was uns hier gegenüber steht. Und tatsächlich ist hier etwas mehr vorhanden, als ich eigentlich noch zugetraut hätte. Wir sehen jetzt ziemlich viele Hauptquartiere mit drin. Trotzdem, der Plan bleibt. Wir werden versuchen, bis nach Wladimirovka zu kommen. Das wird ziemlich hackelig werden, aber ich habe den Vorteil, dass ich hier wirklich Gott sei Dank nicht gekleckert, sondern geklotzt habe. Zwei Panzerarmeen, die durchaus noch recht gut ausgerüstet sind, befinden sich jetzt hier in dem Bereich. Und der Plan geht auf, nördlich und südlich der Wolga im Prinzip immer wieder auf ein neues Kessel zu bilden. Und das möchte ich jetzt natürlich hier auch erreichen. Im weiteren Bereich Woronesch haben die Sowjets anscheinend schon ihre Linien weit nach hinten versetzt. Umso weiter wir nach Norden kommen, umso näher stehen sie auch wieder dran. Und das sieht mir sehr interessant aus hier bei zwischen Jaroslav und Ivanovo. 1, 2, 3 Hauptquartiere haben wir da schon identifizieren können und noch ein viertes. Wahrscheinlich stehen hier ziemlich viele Armee-Hauptquartiere und auch Luftwaffen-Hauptquartiere. Da bin ich direkt am Überlegen, ob wir vielleicht mit unserer 18. Panzerdivision mal wieder einen kleinen Husarenritt unternehmen sollten. War das damals die 18? Ja klar. Das war ja hier auch bei Rybinsk? Ja genau, die 18. Panzerdivision. Vielleicht könnte die, genau, die hat bei Rybinsk hat ja ordentlich Rambazamba gemacht und hier im Bereich Sonkovo haben wir einige Hauptquartiere versprengt. Vielleicht wäre das ein guter Einsatzbereich hier für die 18. Panzerdivision hier ein bisschen aufzuräumen und den Feind hier zu verscheuchen. Könnte sein, muss ich mir aber noch überlegen. Das sehen wir dann in der nächsten Ausgabe. Mich würde es freuen, wenn ihr natürlich dann wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen. Und in der nächsten Runde geht's los. Mal schauen, ob schon direkt bei Stalingrad, aber ich glaube, momentan ist eigentlich jeder Frontabschnitt irgendwie interessant. In diesem Sinne wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht es gut. Ciao, viel Zeug, servus.